Ja, moin Leute, willkommen auf meinem Kanal, willkommen zu Barcrafts. Ihr seht, ich habe immer noch einen Teil meiner Uniform an, weil ich echt schwer nach Hause gekommen bin, aber ich wollte das unbedingt noch diese Woche aufzeichnen und durch das an diesem Sonntag, heute sollte der 27. sein, noch fertig machen. Bis dahin ist ja ein bisschen Vorlauf. Ja, warum erzähle ich das? Die momentane Lage ist ja sehr kritisch mit der Ukraine und ich möchte gerne den Leuten von euch, die sehr oft oder sehr viel gefragt haben, bitte macht doch mal was über die Ukraine-Krise und macht doch mal was über, was da gerade los ist, kurze Botschaft schicken. Also das ist nicht mein Bereich. Ich werde politisch hier sowieso nichts sagen und über die Ukraine-Krise und NATO und den ganzen Kram ist zwar mein Job, aber das werde ich hier auf jeden Fall nicht ausbreiten. Da gibt es genug selbsternannte Experten, die gerade auf dieser Welle Videos produzieren ohne Ende und jeder erzählt das Gleiche und alle haben irgendwie schwer Ahnung. Also das würde ich somit dann einfach nochmal, ja, müssen sie alle selber wissen. Im Endeffekt wird die Zeit, werden wir sehen, was die Zeit bringt. Gut, zurück zum Thema. Heute wollen wir sprechen über ein Gefecht, das 1943 im Dezember stattgefunden hat, und zwar an der Ostfront. Und wir reden hier von dem Leutnant Ernst, den viele von euch ja unter natürlich dem Dienstgrad Hauptmann Ernst kennen. Die Tiger in Iserlohn, da habe ich schon mal ein Video zu gemacht, müsste eigentlich jetzt oben eingeblendet sein. Wie der Hauptmann Ernst damals die Stadt Iserlohn gerettet hat. Aber jetzt ist er noch Leutnant an der Ostfront und er ist auf einem Panzerjäger unterwegs, und zwar Panzerjäger Hornisse. Warum Hornisse? Weil 1943 hießen die noch Hornisse, 1944 hießen die dann Nashorn. So, was ist dort passiert? Der Leutnant Ernst, und ich will nicht zu weit vorgreifen, weil die meisten kennen die Geschichte, Leutnant Ernst ist mit seinem Kampfwagen und noch einem zweiten Kampfwagen, also einmal Kampfwagen Büffel und Kampfwagen Adler, vorgerollt, um einen russischen Vorstoß aufzuhalten von T-34. Und am Ende des Tages waren 14 russische Kampfwagen vernichtet. So, und durch diese Tat erhielt der Leutnant Ernst den Spitznamen der Tiger von Witzbeck. Wenn man es so ausspricht, ich bin da nicht sicher. Ja, es ist schwer darüber was zu bekommen, also den Kampfverlauf genau nachzuzeichnen. Ich habe jetzt was bekommen, ist ein bisschen heroisch alles geschrieben, aber gut, man kriegt einen Einblick, was da los gewesen ist. Und am Ende, ich sag mal, hat man ungefähr einen Eindruck, was da passiert ist. Kurz vorher habe ich noch ein technisches oder technische Informationen für euch von dem Panzerjäger, aber auch nur ganz kurz, damit ihr wisst, worum es hier geht, und noch Kartenmaterial, damit ihr wisst, wo das passiert ist. In diesem Sinne würde ich sagen, steigen wir mal ein, 43 Ostfront, los geht's. Hatte eine Besatzung von 5 Mann, also Kommandant, Richtschütze, Ladeschütze, Fahrer und Funker. Und jetzt nehmen wir den Kommandant und den Fahrer mal raus und eigentlich auch den Funker. Also hatten wir nur noch einen Richtschütze und einen Ladeschütze. Und wenn wir uns anschauen, dass die 88 eigentlich 9 Mann brauchte, um als Flakgeschütz genutzt zu werden, reichten hier tatsächlich Ladeschütze und Richtschütze. Und der Kommandant hat die Feuerzuweisung gegeben. Der ganze Kamerad war 8,44 Meter lang. Das war dem geschuldet, dass das Geschützrohr so elendig lang war und machte dass man das Fahrzeug auch durch Waldgebiete fahren konnte, extrem schwierig. Breite 2,95, also immer noch tragbar für die deutschen Eisenbahnwaggons. Und jetzt kommen wir zur Achillesferse, Höhe 2,94 Meter. Also das ist schon ordentlich, das ist schon wirklich hoch. Und dann war es mit der Tarnung eigentlich auch schon essig. Man sagte, wenn ein Panzerjäger über 2 Meter ist, wird es schon gefährlich. Aber 3 Meter, das war wirklich viel. 24 Tonnen war das Ding schwer. Da wurden auch dann irgendwann die Ketten noch modifiziert, weil einfach dieser Anpressdruck der Gleisketten nicht gut war und die öfter mal im Morast versank. Die 294. Infanteriedivision fuhr Richtung Kiew. Als Vorausabteilung hatten die Panzerjäger bei Charkow schwere Verluste. Mit seinem Zug Panzerjäger, noch immer mit den Friedensfahrzeugen, jenen Krupp-Dreiachsern, aber schon mit 5 cm Kanone, kämpfte Oberfeldwebel Ernst in den beiden Schlachten um Charkow. Danach wurden die Panzerjäger der 3. Panzerdivision zugeführt, die in der Winterschlacht schwere Verluste erlitten hatten. Ernst kam zum Kratzschützenbataillon 3, das unter dem Befehl von Major Günther Pape stand. Dieser stellte eingangs Februar 1942 ein Schijak-Kommando zusammen. Bei der Eroberung von Solovenka
war Ernst in der Spitzengruppe. Sein Panzerjäger vernichtete mehrere Feind-MG, überrollte eine russische Werferstellung, erreichte die Stellung der 32. sowjetischen Kavalleriedivision und schaltete sie aus. Der Divisionskommandeur der Russen wurde gefangen genommen. Mit dem letzten Tropfen Sprit rollte Ernst mit seinen Jägern und einigen Panzern hinter den fliehenden Sowjets her und gelangte auch noch nach Nikolskoje. Anschließend stellten sie sich in Solovjevka und Udino bereit. Novodanilovka wurde im ersten Ansprung genommen. Eine halbe Stunde später drang Ernst mit seinen Jägern in Moskiwanka ein und um 11 Uhr nach fünfstündiger Fahrt und vierstündigen Kämpfen wurde Stakanovo genommen. Sie hatten nach der Fluchtperiode des Winters den ersten erfolgreichen Angriff im Osten gefahren und Ernst wurde mit dem Eisernen Kreuz erster Klasse ausgezeichnet. Herr Leutnant, Meldung vom Abteilungsgefechtsstand, Panzeralarm. Sowjetische Panzerbrigade im Anmarsch auf das Dorf Xanino. Ernst fand sofort wieder in die Wirklichkeit zurück. Er stülpte sich den Stahlhelm auf den Kopf und griff nach der Maschinenpistole. Sein Fernglas baumelte bereits auf seiner Brust. »Fertig?«, fragte er. »Fertig«, erwiderten beide Jägerkommandanten. »Sie bleiben als Reserve zurück, Hollmann«, sagte Ernst. »Ich will nur mit zwei Jägern angreifen.« Nacheinander verließen sie die Karte. Draußen packte sie der Wind, bis die Kälte sie durch ihre warmen Sachen. Sie saßen auf. Obergefreiter Heinrichs blickte sich um. »Los, ab dafür, Heinrichs«, befahl der Leutnant. Der Motor kam mit dumpfen Grollen aus dem Leerlauf in den ersten Gang. Der neue Jäger Büffel setzte sich in Bewegung. Schnell schaltend brachte Heinrichs ihn auf Geschwindigkeit. Jäger Adler reihte sich dahinter ein. Sie rollten in einer Spur dem Einsatzort entgegen. »Wir müssen auf die Höhe dort vorne, Heinrichs. Hören Sie, Störz, auf die Höhe. Denn nur von dort oben haben wir gutes Schussfeld.« Sie legten Tempo zu. Die Ketten rasselten und der Schnee stob in dichten Schwaden hinter ihnen empor. Immer schneller wurde die Fahrt. Sie passierten die Grenadierstellung auf der linken Flanke. Die Grenadiere hatten sich eingegraben und warteten auf die anrollenden Panzer des Gegners. »Noch schneller, Heinrichs«, rief Ernst, denn er wusste, dass sie rechtzeitig an ihrem Ziel sein mussten. Nur dann konnten sie die hier auf der Kuppe und der Höhe im letztdeutsch besetzten Dorf liegenden Kameraden beschützen. »Verdammt, wir sind gleich im Sumpf, Herr Leutnant«, rief Heinrichs, als er schon das Wiegen des Untergrundes spürte. »Halt!« Ernst faltete die Karte auseinander. »Irgendwo muss es doch einen Weg aus dem Sumpf heraus und zur Höhe hinauf geben. Irgendwo, aber wo?« Sekunden vergingen. Ernst wägte ab. Er musste etwas tun, und zwar so schnell wie möglich. Plötzlich wusste er es. Seine Stimme verriet nichts von der Unsicherheit, die ihn immer noch beherrschte. »Los, genau dorthin, zur Höhe mit den vier Kiefern. Begleitjäger folgt in 500 Meter Abstand. Wenn wir absacken, sofort kehrt machen und einen anderen Weg suchen.« Sie ruckten an. Noch immer standen sie vor dem Problem, den Sumpf zu bewältigen und die Höhe zu erreichen. Vielleicht, wenn das Moor weit genug festgefroren war, konnten sie es schaffen, aber nur vielleicht. Sie rollten weiter auf die Höhe mit den vier Kiefern zu. Der Adler schwenkte etwas ein, setzte sich hinter sie, blieb stehen und wartete, bis der befohlene Abstand fast erreicht war. Dann fuhr er langsam hinterher. Grenadiere tauchten auf, gingen hinter dem Büffel durch den Sumpf der Höhe entgegen. Sie hatten Befehl, die russische Begleitinfanterie niederzuhalten. Und das wollten sie auch tun, wenn diese beiden Panzerjäger ihnen die russischen T-34 vom Leibe hielten. Der Sumpf schien jetzt erst richtig zu beginnen. Unwillkürlich stoppte Heinrichs den Wagen, als er spürte, wie er tiefer sackte. »Wegerkundung, Herr Leutnant?«, fragte er. Sekundenlang dachte Ernst nach. Aber er hörte bereits das dumpfe Grollen der Panzermotoren und das helle Klirren der Raupenketten auf dem hartgefrorenen Boden jenseits der Höhen. Zeit war kostbar. Zeit bedeutete für die Grenadiere Leben oder Tod. Und das entschied die Sache. »Weiter, Heinrichs, Marsch, mittendurch und auf die Höhe hinauf. Nicht so langsam, damit wir nicht wegsacken. Fahren Sie los.« Der Wagen ruckte an. Auf den Gefechtsstationen standen die Männer und horchten auf das heller und heller werdende Singen des auf Hochtouren laufenden Motors. Die Ketten zogen durch den Sumpf. Sie sackten etwas tiefer, 10, 20 Zentimeter, aber die tief sinkende Oberfläche hielt, vom Frost wie zusammengeschweißt. Der Sumpf trug sie. Die Ketten glitten darüber hin. Hoffentlich ging es auch weiterhin gut. Einmal sackte das Heck beängstigend weit ein.
Gas, Gas, schrien alle gleichzeitig. Ein harter Ruck, Schmatzen der Kette und schon waren sie wieder auf festerem Untergrund, der sich langsam anhob. Sie hatten den Sumpfstreifen passiert und rollten nun hügelabwärts. Hinterhangstellung Heinrichs. Mehr brauchte der Leutnant nicht zu sagen, denn alle wussten, was das hieß. Sie mussten so weit fahren, dass sie nur mit dem Oberteil und der Kanone über die Höhe hinausragten. Dann boten sie nur ein kleines Ziel und wurden nicht so leicht ausgemacht, wenn sie nach dem Schuss ein paar Mal Stellungswechsel machten. Der Leutnant drehte sich um, hob sein Fernglas an die Augen und beobachtete die Fahrt des Begleitjägers Adler. Beinahe schwerelos schien der wuchtige Panzerjäger über den Sumpf zu rollen. Sie schafften es ebenfalls und kamen nun den Hang empor. Ernst sprang herunter und wies den Begleitjäger 200 Meter links ein. »Wenn wir Stellungswechsel vornehmen, schießen Sie und ich werde ebenfalls feuern lassen, wenn Sie nach links ruchieren«, stört's. »Verstanden, Herr Leutnant.« Danach schoben sie sich zentimeterweise weiter vor. Langsam wuchs das Rohr der Langrohrkanone über die höchste Erhebung hinweg. Unten erkannten sie die schweren sowjetischen Panzer, die sich den deutschen Stellungen näherten. »Da vorn, Entfernung, 1200 Meter, Herr Leutnant«, rief Hinrichs. Ernst, der weit ins Vorfeld hinausgeblickt hatte, senkte das Fernglas etwas. Dann sah er auch zwei T-34, die als Spitzenpanzer der sowjetischen Panzerbrigade eben im Begriff standen, die deutsche Stellung aus der Flanke anzugehen. »Haben Sie ihn, Kolani? Im Visier! Feuer frei!« Der Abschuss peitschte in das Kommando hinein. Nach einer winzigen Zeitspanne erfolgte der krachende Einschlag. Der erste T-34 brannte. Heinrichs ruckte den Jäger bereits herum. Kolani kurbelte nach. Gustav Götte, der neue Ladekanonier, hatte die Granate in die Kammer geworfen und den Verschluss zugeschlagen. Schuss, Rückstoß, Vibrieren des Wagens und auch der Nerven. Konnten sie es schaffen? Sie schafften es. Auch der zweite Schuss war ein Volltreffer. Der T-34 stand in Flammen. Er drehte sich aber noch herum und die Kanone schwenkte auf sie ein. Doch ehe Kolani den nächsten Schuss abfeuerte, barst der Koloss in einer mächtigen Detonation auseinander. Das war der Anfang gewesen. Das andere Fahrzeug war ebenfalls feuerbereit und beide Panzerjäger schossen nun auf die aus der Nacht auftauchenden Feindpanzer. Schuss um Schuss jagten die Besatzung hinaus. Die russischen Panzer erwiderten das Feuer. Zunächst gingen sämtliche Granaten über die beiden Panzerjäger hinweg und verglühten in einer Nacht, in der sicher wieder einmal vom Frieden auf Erden gesprochen wurde. Lodernde Flammen standen über der Ebene, auf der die feindlichen Panzer aufgefahren waren. Etwa 8 Kampfwagen brannten und die anderen, immer noch eine gewaltige Übermacht, schossen auf den Begleitjäger. Unterhalb des Büffels schmetterten Granaten in den knochenhart gefrorenen Boden der Bergflanke. Stein und Erde wurden über die Männer geschleudert. Götte klemmte sich den Daumen ein. Er arbeitete weiter, obwohl bohrender, zuckender Schmerz ihn fast rasend machte. Er musste Granaten laden, denn der Leutnant gab die Zielansprachen. Und ebenso schnell mussten sie ausgeführt werden, denn Sekunden entschieden über Leben und Tod. Auf einmal krachte es links beim Begleitjäger. Ernsts Kopf ruckte herum, er sah, wie eine Flamme loderte, sah Gestalten, die mit Decken versuchten, das Feuer zu löschen. »Haben Treffer, alles verwundet«, kam die flatternde Stimme von Feldwebel Störz. »Zurücksetzen, Störz, versorgen Sie die Verwundeten.« Der Adler setzte zurück. Eine Zeit lang beobachtete Ernst noch ein paar zuckende Auspuffflammen, die schließlich hinter der Flanke der Höhe verschwanden. »Sie wollen uns aus dem toten Winkel angehen, Herr Leutnant«, rief Kolani. Ernst richtete sich auf und spähte über die Höhe. Ja, kein Zweifel. Der Gegner wollte sie aus der Flanke angreifen. Da gab es nur eine Antwort. Auf die Höhe und dann nach halb rechts drehen, damit wir sie ins Visier bekommen. Kanone klar halten zum Schuss. Die Männer wussten, was das bedeutete. Offen auf die Höhe zu fahren, als Schießscheibe für Dutzende von Panzern. Hinrichs schob den Gashebel ein. Der Motor brüllte. Der Panzerjäger setzte sich in Bewegung. Er erreichte die deckungslose Höhe, wurde schneller und schneller und dann knallte es von allen Seiten. Granaten prallten schräg auf den Boden, hüpften wie Riesenflöhe empor und heulten gen Himmel. Die T-34 in der Senke hatten sich auf günstige Schussentfernung herangeschoben. Es war ein Glück für die Besatzung, dass die brennenden Feindpanzer mit ihrem Geflacker dem Gegner die Sicht nahmen. Plötzlich sahen sie die auf der Bergflanke fahrenden Panzer. »Schieß halt!« brüllte der Leutnant. 3 Sekunden brauchte Kolani mindestens, bevor er den Abfeuerknopf drückte. »Treffer, er brennt«, rief Brettschneider. Sie feuerten weiter. Schuss um Schuss verließ die Langrohrkanone. Die 4 russischen Panzer waren vernichtet.
Der Büffel wandte sich wieder dem breiten Panzerkeil zu. Alle Männer arbeiteten fieberhaft. Sekundenbruchteile entschieden nun über Leben und Tod. Wie für sie hier oben und auch über das Schicksal der Grenadiere, die noch immer verzweifelt gegen die nachdrängende und das Tal überflutende sowjetische Begleitinfanterie kämpften. MG-Geratter mischte sich mit blaffenden Abschüssen, knallenden Treffern und dem Rauschen und Fauchen der Flammen. Jetzt durfte der Gegner nicht mehr zum Überlegen kommen. Jetzt musste er demoralisiert werden, sonst schaffte er es mit seiner zehnfachen Übermacht immer noch. »Los, Brettschneider, mit anfassen«, rief Ernst dem Funker und Beobachter zu, als er sah, dass Götte es nicht mehr schaffte. Brettschneider glitt herunter und legte die weit entfernten Granaten in Göttes Reichweite. Ernst zählte nun 13 abgeschossene Feindpanzer. Plötzlich sah er in dem dicken Qualm eine aufzuckende Mündungsflamme. Dort stand also noch ein Panzer, und zwar in der Querschlucht. 10 Meter nach rechts drehen«, befahl er. Der Büffel schwenkte und bezog die neue Position. 12 Uhr, in der Erdspalte, Entfernung 1000. »Sehe nichts, Herr Leutnant. Ich habe«, das zweite aufzuckende Mündungsfeuer zeigte Kulane diesen letzten noch intakten Feind. Er visierte ihn an. Die feindliche Granate schmetterte etwa 10 Meter seitlich von ihnen in den Boden und schüttelte den Jäger. Der Knall machte sie für Sekunden taub. Dennoch spürten sie das Zurückzucken des Büffels und wussten, dass Kulane geschossen hatte. Sekundenlang stieg aus den 5 Männerkehlen ein rauer, befreiter Aufschrei. Aber es war zu früh gewesen. Der T-34 war nicht getroffen. Die Granate war vor ihm in den Boden gefahren. Kurz darauf rollte der russische Kampfwagen plötzlich vorwärts. Sein Turm schob sich höher aus der Spalte heraus. Durch das Glas sah Ernst, wie sich der Kanonenrüssel auf sie zudrehte. »Nächster Schuss!« Der Rechtsschütze hatte den Gegner genau im Visier. Die Granate war in der Kammer. Er drückte die Abfeuerung. »Versager! Kein Schuss knallte. Verdammte Schweinerei!« rief Ernst. »Gleich muss der Russe schießen. Dann war es für einen dritten Schuss vielleicht zu spät.« »Hauptabfeuerung defekt, Herr Leutnant«, meldete Kulani. »Notabfeuerung anschließen.« Eine Granate kam vom T-34 herübergeflitzt. Sie sirrte mit hohem Heulton über den Panzerjäger hinweg und krachte irgendwo weiter rückwärts in den hartgefrorenen Boden. Fieberhaft arbeiteten die Männer. Sie hatten das Kabel der Hauptabfeuerung einfach abgerissen und schlossen die Notabfeuerung an. Kulani hatte bereits nachgerichtet. »Vorsicht«, schrie der Leutnant. Denn er sah eben, wie ein Abschussblitz aus der 7,62er Panzerkanone des Gegners spritzte. Die Granate hämmerte unmittelbar vor ihnen in den Grund. Die Wucht der Detonation warf alle Männer übereinander. Eine hohe Fontäne aus Eis, Dreck und Stahl prasselte auf sie nieder. Leutnant Ernst war schon wieder auf den Beinen und visierte den T-34 an. Nun musste er schneller sein, denn der nächste Schuss aus der gegnerischen Kanone würde sie wahrscheinlich frontal treffen. Die Granate durchmaß die Entfernung von 1000 Meter in einer knappen Sekunde. In der Optik sah Ernst ihren Weg, wartete auf den Einschlag. »Treffer!« schrien alle durcheinander, und diesmal stimmte es. Sternförmig spritzte grelle Lohe am Gegner auseinander. Die Granate hatte den T-34 zwischen Turm und Unterwagen in den Drehkranz getroffen und den Turm mit dem Kanonenrüssel aus den Angeln gehoben. »Das war der letzte, Herr Leutnant«, rief der Fahrer und drückte die Luke auf. Steifbeinig zwängte er den Oberkörper ins Freie. Auch Ernst hob sich und reckte die steif gewordenen Glieder. Es war auf einmal still geworden. Nur weiter im Südosten krachten noch Panzerkanonen, so wie die der Panzerjäger. Auch dort war der Abwehrkampf von Major Hoppe persönlich geführt erfolgreich verlaufen. In diesem Kampfraum hatte Feldwebel Ludwig 4 T-34 abgeschossen. Und wie viele waren es bei ihnen? Der Leutnant zählte die sichtbaren Panzerwracks. Er kam bis 14. Sie hatten in diesem dramatischen und kurzen Ring von einer halben Stunde also wahrhaftig 14 Feindpanzer abgeschossen. Und als er den Granatenverbrauch zählte, stellte Ernst fest, dass sie 21 Panzergranaten abgeschossen hatten. Mit diesen 21 Granaten waren 14 Gegner vernichtet worden. Im Kampfraum lag jetzt noch eine einzige Panzergranate. Gefreiter Brettschneider holte sein zerdrücktes Zigarettenpäckchen aus der Tasche und bot auch dem Leutnant eine an. Ernst winkte dankend ab. Kurz darauf erhielten sie über Funkweisung, in die Unterkünfte zurückzufahren. Der Gegner hatte seinen Angriff eingestellt.